Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Channel und ja, wir spielen wieder eine Runde Atmora oder so. Ich weiß noch nicht genau, ob ich so nenne letztendlich, aber okay, fürs Erste geht's erstmal. Und ach guck mal, ich kann ja sogar was suchen oder was? Aha, aber ich kann doch auch hier unten suchen, oder? Das ist doch der gleiche Effekt, oder nicht? Also ja, ist ein bisschen komisch, aber warum G? Da kommt Iron Ore. Ist das vielleicht eine Kategorie oder was, die ich hier suchen kann? Wenn ich jetzt hier nach GG, lol. Ach, Ragged. Aber worum, wo kommt bitte hier ein G vor in Iron Ore? Hä? Das macht doch mal keinen Sinn, oder? Hä? Lol, also verstehe ich jetzt nicht ganz, aber okay. Ich habe ja auf jeden Fall schon mal ein bisschen was in die Kiste getan, was ich so zur Zeit habe an Zeug. Und ja, so ein bisschen was ist ja schon übrig geblieben. Und ich musste halt ein bisschen mein Inventar sortieren und werde jetzt hier noch ein bisschen Strip minen, ne? Hatte ich nicht letzte Folge hier schon gestanden und gestripmined? Ich weiß es gar nicht. Also ja, viel habe ich auf jeden Fall nicht geschafft seit der letzten Episode, aber ist ja egal, ne? Hoffe ich mal zumindest. Und naja, ich möchte auf jeden Fall ein Thema ansprechen. Und zwar ist das eine Sache, die mir neulich passiert ist, wo ich sagen muss, ach du Scheiße. Das muss ich auf jeden Fall mal ansprechen, ne? Und ja, ich weiß noch nicht, ob ich das hier machen soll. Oder woanders. Ja, werde ich mal sehen. Weil ich könnte das auch in der Förderfolge ansprechen, aber ich weiß noch nicht, ob ich die Förderfolge überhaupt jetzt heute oder irgendwann aufnehme. Das ist die Frage. Ich könnte mir das Thema auch noch aufheben. Aber jetzt ist es noch so frisch. Oh Mann, Alter. Ich weiß nicht, ob ich es ansprechen soll oder nicht. Oder ein anderes, weil ich hätte auch noch ein anderes gerade auf Lager oder ist mir gerade eingefallen. Und vielleicht nehme ich auch das, ne? Ich weiß es halt nicht. Ja, ich werde es gleich sehen. Ich baue hier erstmal ein bisschen Kohle ab. Vielleicht fällt mir dann währenddessen ein, welches Thema besser wäre. Ja, mal sehen. Aber vielleicht ist das eine besser für Tiny, würde ich sagen. Das spreche ich mal in Tiny an, weil ich da noch nicht ganz so weit mit den Folgen bin. Und da wäre es vielleicht etwas besser, ne? So ein bisschen das da anzusprechen. Naja. Machen wir dann wahrscheinlich so. Und ja, dann kann ich hier das mal ansprechen. Und zwar geht es um den Zug. Ja, neulich war nämlich Folgendes los. Die Zugverbindungen in letzter Zeit sind ja übel scheiße, muss ich sagen, ne? Und, oder soll ich das jetzt ansprechen? Ich weiß es nicht. Weil ich bin gerade nicht drauf vorbereitet. Ich glaube, ich mache das lieber in der Folge Förder, ne? Die kommt dann im August. Am 2.8. habe ich nachgeguckt, käme die. Und ja, mal sehen. Ist vielleicht besser, wenn ich das da mache. Aber ich weiß es noch nicht, ne? So, ist halt so wieder jetzt dieses Dilemma, ne? Was mache ich jetzt wie und so, ne? Keine Ahnung. Ist nicht so geil immer, wenn man sich dann nicht entscheiden kann. Weil es halt manchmal schwierig ist, ne? Muss ich sagen. Und naja. So, jedenfalls hier. Das geht auf jeden Fall schon mal sehr schnell mit dem Marble. Okay. Vielleicht fällt mir noch ein drittes Thema ein, was ich jetzt auf jeden Fall ansprechen kann. Ja. Nee, nicht wirklich, ne? Nur, dass ich Sulfur habe. Ich könnte natürlich zu Schwammig gehen und Senpai Wolfie. Ja. Und mal gucken, was die so machen. Wäre natürlich eine Idee. Aber ich weiß es noch nicht, ob das jetzt so gut ist, dahin zu gehen. Hier haben wir dann wieder die Kiste. Ich tue mal das ganze Zeug raus, alles was ich dabei habe, stackt sich dann. Oder was da schon drin war, stackt sich. Und der Schwammig hat mir auch schon hier diese Dinger gegeben, diese Früchte. Ich weiß nicht, Plum, was heißt es auf Deutsch? Gute Frage. Naja, vielleicht finde ich es raus irgendwann. Wenn ich das Modpack auf Deutsch gestellt habe, wahrscheinlich erst. So, jetzt auch die Frage, wo wohnen die überhaupt, ne? Das habe ich immer noch nicht rausgefunden, wo die anderen Spieler so sind. Also wo die halt ihr Zuhause haben, etc. Ihre Base. Das ist halt schade, ne? Weil, das würde ich schon gern mal wissen. Ah, guck mal hier, Bali, da kannst du dir ja auch, ich glaube, Brot draus machen sogar. Ach, jetzt ist der weg. Ja, egal. Vielleicht finde ich ja irgendwie Schwammis Grundstück oder so. Ich weiß halt nicht, wo die Stadt ist, ne? Ich habe auch schon mal im Discord gefragt. Und, ja. Da
Hat sich auch keiner, da hat auch gar keiner verstanden, warum ich das überhaupt wissen will. Und da habe ich es dann gelassen, ne? Ja, keine Ahnung. Ich habe halt einfach nur gefragt, ja, gibt's eine Stadt oder wo ist die Stadt? Und die denken so, hä? Warum will der das jetzt wissen? So übel. So richtig abweisend. Und da dachte ich, nee, jetzt frage ich nicht weiter. Aber, ja, ich werde jetzt hier mal ein bisschen auf dem Server halt selber gucken. Das auf jeden Fall. Es könnte auf jeden Fall sein, dass hier in der Richtung vielleicht was ist. Ne? Wäre möglich. Ich glaube, da habe ich noch nicht geguckt, ne? So in dieser Sparte da. Kein Plan. Ja, also möglich wäre es, wie gesagt, ne? So, ich mach mal die Clouds auf aus. Oh, da ist jemand drauf gejoint noch. Moment. Und zwar Race. Ah, der Projektleiter anscheinend. Ist auch mal da. So. Okay. Hi. ja. Dann gucken wir mal. Ich gehe mal da hinten hin. Und da kann ich ja mal schauen. Vielleicht ist da irgendwie jetzt so ein Dings, ne? Ihr wisst schon. nee, was wollte ich sagen? Ja, irgendein Haus oder was weiß ich, eine Base. Wäre mal cool, weil da kann ich wieder schön bei den anderen mein Zeug schmarotzen. Nee, Spaß, ne? Machen wir ja natürlich nicht, aber ich würde schon mal gern wissen, wie weit die so sind und so und was sie gebaut haben, was die ersten Schritte sind. Kein Plan. Weil, ja, ich muss mich halt auch an irgendwem orientieren, so, ne? Und, naja, ich habe mich schon mal ein bisschen reingegraben jetzt in die Erde. Das ist schon mal eine krasse Leistung. Aber mehr habe ich auch noch nicht. Aber ich habe schon ziemlich viel Kram gefunden, ne? Das muss man ja sagen. Also da sieht schon mal gut aus. Oh, Alter. Mann, so. Ja, also das ist so das Einzige, was auf jeden Fall schon mal läuft. Also, dass ich hier so viele Items habe. Aber es gibt halt auch extrem viel hier in dem Modpack. Zum Beispiel die Wildberries, ne? Oder, keine Ahnung, alles Mögliche ist eigentlich schon ziemlich vielfältig, ne? So, ich gehe mal da drüben hin, auf den Berg. Mal sehen, was es da noch so gibt. Und ja, Lukas wartet auch auf mich, der will dann mit mir aufnehmen, endlich mal. Ja, das wird auch noch was. Stacks at a time. Transfer entire stacks with the stack upgrade. Okay. Ich weiß nicht genau, wie das funktionieren soll, aber gut. Und hier haben wir dann auch schon Karotten und Kartoffeln. Sehr schön. Die gab es ja auch immer in Zaftec Ages, also Evolution. Und das war auch cool. Muss ich sagen. Es war manchmal eine echt gute Hilfe. Dass man dann schon mal ein bisschen Essen findet und so. Ne? Kann man schon machen. Weil vor allem das Modpack Zaftec Ages war ja sehr schwierig dann zu handeln oft und ja, deswegen nicht so einfach. So. Aber geschafft habe ich irgendwie nichts, ne? Jetzt hier heute. Das ist natürlich schade. Aber ja, immerhin ein bisschen noch erkundet, ne? So langsam hat man doch einen Überblick über die Welt, ne? Ach, und da ist er auch schon wieder weg. Ja, ist ja kürzer drauf als ich immer. So. Na gut. Hier haben wir dann so einen Fichtenwald. Sicher auch mal wichtig, hier die ganzen Biome zu wissen, die so in der Umgebung sind. Das heißt, hier halt da hinten noch ein Ozean, dann der Wald da und ja, mal sehen, ne? Ich hoffe, ich finde meinen Berg wieder. Das wäre gut. Alles andere nicht. Und ja, mal schauen. Ich kann ja theoretisch noch ein paar Schafe killen, damit ich einfach hier ein bisschen Fleisch kriege, ne? Und sich das auch lohnt, dass ich dieses eine Fleisch da im Inventar hatte. Oder so. Und Alter, hä? Warum sind denn da solche Wolken noch? Die sehen ja noch komischer aus als in Galaxy. Also Attack of the B-Team. Da waren die noch ein bisschen realistischer und nicht so kleine Klumpen da. Ist irgendwie komisch. Naja, aber so ist es nun mal, ne? Was willst du machen? Ich würde sagen, na, ich finde gerade meine Base nicht. Das ist auf jeden Fall gut. Ah, vielleicht kann ich im Video nachgucken, nur nach den Koordinaten. Oh Mann, jetzt ruft da jemand an. Ja, ich habe schon gesagt, da wartet jemand auf mich. Ah, da gehe ich gleich ran dann. Oh, Alter. Ja, ich gehe lieber mal hier weg, ne, und mach die Fliege, weil sonst geht's mir gleich ganz schlecht, würde ich sagen. Was auf jeden Fall nicht so von Vorteil ist. So.
Ich kann ja mal da oben irgendwie hingehen. Moment. Ich glaube, da war nämlich auch meine Base in der Richtung so. Ne? Und wie gesagt, sonst gucke ich nach den Koordinaten oder so und orientiere mich dann eben an der Aufnahme. Und ja, ansonsten würde ich sagen, ja, ich hoffe mal, dass ich bis zur nächsten Folge was schaffe. Offscreen, das wäre schön. Ist halt immer so das Ding, ne? Hier bei den Projekten, die gehen ja immer nach kurzer Zeit schon wieder vorbei. Und dann musst du aufpassen, dass du dann nicht dir zu lange Zeit lässt für Offscreen-Arbeiten. Weil sonst ist das Projekt vorbei und dann habe ich nur 2 Folgen, ne? Ist halt scheiße und ja, deswegen muss ich mal schauen, wie ich die dann gestalten kann. Vielleicht fällt mir was Cooles ein irgendwie. Ne, so irgendeine Maßnahme, was man da machen kann, kein Plan. Und naja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein und tschüss.